Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe in den letzten Tagen sehr viele Zuschriften von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die sich eben Sorgen machen über die Entwicklungen im Nahen Osten und in diesen Tagen ganz besonders auch in Libyen. Das ist wirklich eine dramatische Entwicklung. Dort ist ein Diktator an der Macht, der zum Äußersten entschlossen ist, auf seine Bevölkerung keine Rücksicht nimmt. Und wir können nicht wegschauen, weil das betrifft uns nicht nur menschlich, sondern auch unter dem Gesichtspunkt einer allfälligen Flüchtlingswelle, politisch und aus vielen anderen Gründen. Und da sich viele von Ihnen an mich gewendet haben, möchte ich auch sagen, wir tun alles Vernünftige, was man tun kann. Wir beobachten die Entwicklung, wir haben Konten gesperrt, wir haben Reisebeschränkungen verhängt, wir sind in den internationalen Gremien aktiv und das Gesamtziel muss sein, die politische Lage in den betroffenen Ländern so zu verbessern, dass sie ein Teil einer friedlichen Völkergemeinschaft sein können, dass der Auswanderungsdruck reduziert wird und dass möglichst viele Menschen unter demokratisch friedlichen Verhältnissen leben können. Das ist unser Ziel.